Es gab zwei Wehrmachtsgespanne. Es war einmal die BMW R75 und die Zündapp KS-57. In vielen Teilen waren sie baugleich, so war die Ersatzteilversorgung viel einfacher. Heute möchte ich über die BMW R75 sprechen und besonders das, was man so verändert bei der Restauration heute. Die neue Originalität, wie ich das nenne. Die BMW R75 ist heute noch hervorragend, trotz ihrer 70 Jahre zu fahren. Sie hat einen guten Motor und sie hat Hydraulikbremsen. Das bewirkt, dass sie prima im heutigen Straßenverkehr mitfahren kann. Der Seitenwagen ist mit angetrieben und das Differential kann gesperrt werden. Die BMW R75 hat einen 26 PS Motor mit 750 Kubikzentimeter und zwei Rückwärtsgänge, vier Geländegänge, vier Straßengänge. Hier schalten wir einmal in den Rückwärtsgang, das müssen wir mit der Hand machen. Jetzt schalten wir wieder zurück in den ersten Gang, schalten um auf Gelände und fahren jetzt einmal in Geländegang ab. Man kann aber dann ohne weiteres auf Straße umschalten. Ab jetzt wird nur noch mit dem Fuß geschaltet. Die BMW R75 erfuhr während ihrer Bauzeit etliche Veränderungen. Hier nur einmal ein Beispiel mit dem Tank. Das ist die Ausführung Nummer 8. Vorher gab es einen Getriebeluftfilter, dann gab es den Tanklouftfilter in verschiedenen Ausführungen. Hier hat er ein kleines Emblem und waagerecht ist es eingesetzt. Die Ausführung Tank Nummer 9, da war das Emblem plötzlich ganz groß und auch waagerecht eingesetzt. Dann kam die letzte Ausführung Tank Nummer 10. Da hat dann irgendjemand das Emblem schräg eingesetzt. Aus welchem Grund oder ob es ein Fehler war in der Pressform, keine Ahnung. Aber das gab es alles. Die Deutschen hatten natürlich lustig überall ihre Fabriknamen reingemacht. Da war das zum Beispiel hier Heller auf der kleinen Lampe und es war so ja noch Noris im Glas. Und so wussten die Amerikaner, nachdem sie einige erbeutet hatte, welche Firmen sie zerbomben mussten, um die Produktion zu schädigen. Da waren dann wiederum die Deutschen hintergekommen und hatten verboten, ab 1943 Firmennamen überhaupt noch einzustempeln. Kommen wir nun dazu, was wird heute alles falsch gemacht bei der Restauration? Zum Beispiel bei diesem Gespann, 1943, so wie es aussieht, ohne schwarze Bremstrommel und schwarze Speichen. Das war ab 1943 bei allen Fahrzeugen, wird aber sehr oft nicht gemacht. Das nenne ich die neue Originalität. Es wird sich nicht wirklich daran gehalten, was original war, sondern es wird so gebaut, wie es einem gefällt. Ein schönes Beispiel haben wir da an dem Schild vorne an der Gabel. Dieses Schild hat es nie gegeben. Schauen wir uns einmal eine Maschine an, die erste Ausführung ist mit der Telegabel ohne Faltenbalg. Die wurde bis 1942 gebaut. Kein Stempel, kein Schild. Sehen wir dann diese nächste Maschine, die Ausführung nach Oktober 1942. Da war oben ganz klar ein Stempel zu sehen, aber nie ein Schild. Das wird dann häufig angebracht, das Schild. Das ist die neue Originalität wieder. Verkennung des Wirklichen. Der Bosch Zündkerzenstecker aus Keramik war das Standardteil, haben auch viele nicht. Hier ist auch ein schönes Beispiel. Das Knieschutzschild. Dort waren die Vergaserdaten aufgestempelt. Vorher war der Schmierplan oben im Tankfach. Und viele meinen, jetzt müsste er aufs Knieschild. Da hat er nie gesessen. Das findet man immer wieder, dass dort dieser Plan aufgebaut ist. Fehler. Dann haben wir hier die Handhebel. Schauen wir uns die Schraube an. Es gibt nur einen Handhebel und der wurde rechts und links verwandt. Und darum ist die Schraube einmal von oben und einmal von unten, weil man das ja umdreht. So ist richtig. Auch hier ist es sehr schön zu sehen, die Muttern waren außen. Von innen war eine Senkkopfschraube, damit sich die Schneekette dort nicht aufhängen konnte. In der neuen Originalität wird es natürlich andersrum eingebaut, weil es schöner aussieht. Dann haben wir hier den hinteren Hebebügel. So gehört er rauf. Schräg muss er sitzen, denn er hat verschiedene Ansatzpunkte und da soll die Zugrichtung gerade sein. Vielfach wird er falsch angebaut. Man meint, er müsste gerade aussehen, aber wie wir hier sehen, sind die Ansatzpunkte auch unterschiedlich. Die Kraftstoffkanne, es war dort wirklich Kraftstoff drin, aber nicht normales Benzin, sondern gereinigtes. Man benutzte es, um Reifen zu flicken.
Dafür brauchte man gereinigtes Benzin, denn das normale Benzin war nicht gut genug dafür. Es war ölig und deshalb nicht geeignet, um die Klebefläche gut zu reinigen. Die Seilzüge der R75 hatten Schmiernippel. Mit roten Kappen waren die gekennzeichnet, wo man schmieren konnte. Jetzt sehen wir uns die Lampe an und hier finden wir auch immer einen Fehler. Hier haben wir den Lichtschalter. Er ist schwarz. In Wirklichkeit war er lackiert, denn bei BMW hat man zuerst den Lichtschalter eingebaut und dann die Lampe lackiert. Bei Zünder war es anders. Der Geschwindigkeitsmesser oder Tachometer ist ein Einheitstachometer von Feigl. Zu Anfang gab es bei BMW noch aus vorherigen Modellen Tachometer von Feigl bis 140. Der wurde dann aber durch diesen Einheitstacho 1942 ersetzt. Den gab es bei Zündapp und bei BMW. Für die Tropen hatte man auch einen besonders staubdichten Tropentacho. Mit dem vorderen Hebebügel haben die meisten Probleme. Er saß nicht mittig am Schutzblech. So wie hier ist er richtig. Es war nach links mehr Abstand, denn man musste das Rad herausnehmen können. Und man muss bedenken, es war nicht das Vorderrad und das Hinterrad in einer Linie. Es war um 6 mm versetzt. Hier kann man sehen, jetzt ist Platz, um das Rad nach links herauszuheben. Und hier eindeutig, der Hebebügel saß nicht mittig beim Original. Das Seitenwagenboot ist eine Konstruktion von Steib. Steib war dann seitlich eingeprägt und obendrauf war zusätzlich noch die Bezeichnung für die Wehrmacht, Wegrad B2. War das Boot irgendwo anders hergestellt, zum Beispiel für BMW wurden sie bei Steuer und Royal hergestellt, dann war oben Wegrad B2 aufgeschweißt oder angenietet. Viele haben auch das Typenschild für den Seitenwagen der ersten Ausführung. Diese zweite Ausführung war ab 1942 bereits. Das kann man hier auf dem Originalfoto sehr gut sehen. Auf den meisten Schutzblechen des BW43 ist dieses Schild Schwingachse wöchentlich schmieren. Aber es gab es auch eingeprägt, und zwar kurzzeitig nur. Dann wurde es ersetzt durch Schwingachse wöchentlich schmieren als Abziehbild. Und man muss sagen, das war bereits ab 1942 so. Und die meisten haben immer noch das Aluminiumschild bis zum letzten Baujahr. Das war falsch. Dann gab es nämlich nur noch einen Stempel. Der war billiger herzustellen und einfacher zu machen. Man hat überall gespart. Hier kann man das sehr gut an einem Foto sehen. Es gab den Stempel. Es war der Stempel dort drauf. Und dieses Foto zeigt eindeutig, es gab den Stempel bereits, als es noch keine schwarzen Bremstrommeln gab. Also normalerweise durfte an keinem Motorrad mehr dieses Alu-Schild auf dem Seitenwagen sein, was nach 1942 gebaut wurde. Haben aber alle. Ab Ende 1942 wurden Hand-, Fuß- und Seitenwagenheizung angebaut. Hier sieht man eines der seltenen Fotos. Die haben sich aber nicht bewährt und darum wurden sie nach kurzer Zeit auch alle wieder rückgebaut. Und es kam im Endeffekt 1943 immer nur noch die Seitenwagenheizung zum Einsatz. Die war auch gut und einfach zu bedienen und auch sehr hilfreich. Im Seitenwagenboot hatte man dann schöne warme Füße, wenn sie an war. Und jetzt wieder die Frage an alle, die ein Motorrad restaurieren. Wer baut die Seitenwagenheizung ein? Keiner. Jeder geht davon aus, die gehörte gar nicht daran. Bauen wir nicht an, gefällt uns nicht. Das ist das, was ich eben als die neue Originalität bezeichne. Hier werden Fehler gebaut und werden als normal angesehen. Und keiner schert sich darum, wie war es wirklich. Vielleicht nicht jeder. Ein paar achten da doch drauf. Etwas über 18.000 BMW R75 wurde gebaut. Hier waren einige in Stalingrad, schon ausgeschlachtet, erst 6 Monate alt, von der russischen Armee übernommen. Da sieht man hier auf dem Rückzug in Jugoslawien zerstörte BMW R75. Wir träumen davon, irgendwo noch so einen Schuppen zu finden, wo diese Maschinen noch so sind, dass wir sie restaurieren können. Aber das werden Träume bleiben. Wir bauen die Ersatzteile dafür, die können wir bei uns bekommen. 1986 haben wir damit angefangen. Wir haben einige Erfahrungen.
schaut mal einfach auf unserer Webseite. Wenn euch unser Filmchen gefallen hat, dann würden wir uns freuen über einen Daumen hoch. Bis dann!